hier ist Michael Dickewitt vom Muscle Video. Heute ist Sonntag, der 24. April 2016 mit der Alpha Fry Classic 7.0. Also das siebte Mal die Fry Classic hier in Koblenz. Gestern haben wir schon, wollten wir noch ein paar Athleten einfangen. Die haben wir leider nicht mal vor der Kamera gekriegt. Sind alle bis heute Nacht um 2 Uhr eingereist. Da waren von Ungarn, Rumänen, alles dabei gewesen. Also wir haben ungefähr, wir werden gleich nochmal den Dirk Kau interviewen, ich glaube weit über 100 Teilnehmer. So, also ihr seht hinter mir die super Location, die riesengroße Halle. Es ist jetzt kurz vor 1, ja, und um 14 Uhr beginnt es. Und es ist ausverkauft. Vor 2 Jahren hat das noch ganz anders ausgesehen. Ich glaube, da warten die Hälfte an Mitgliederkarten verkauft, was ich jetzt gehört habe. Also ausverkauft. Es boomt ohne Ende. Wir haben Top-Athleten dabei, von Jungkammer, Shape, Schwergewicht, alles dabei. Lasst euch überraschen. Ich zeige euch mal die Location, kommt mal ein bisschen mit. Wir sind hier jetzt auf der Bühne. Hier ist die Bühne, wo die ganzen Athleten nachher starten. Ja? Hier wird sich alles, das ganze Schauspiel abspielen. Dann gehen wir mal Backstage, folgt mir mal. So, jetzt kommen wir im Backstage-Bereich. Hier kommen die ganzen Athleten hoch. Ja? Unten liegen die und bereiten sich vor schon, ruhen sich noch aus, ne? Ölen sich ein, was auch immer. Schlafen noch, manche sind also heute Abend um 18 Uhr dran. So, hier ist Backstage. Da hinten ist der Jürgen Drescher, der macht zum Beispiel auch Fotos von den Athleten. Die können sich nach dem Wettkampf oder vor dem Wettkampf da hinten nochmal kostenlos ablichten lassen und ja, vor sich schöne Fotos machen lassen. Genau, hier nochmal ein Blick auf die Bühne. Ja, hier kommen die Athleten hoch und hier ist nachher auch, findet der ganze Wettkampfbereich statt. Genau, da vorne ist Musik. Da bringen die Athleten zum Beispiel ihre CDs mit, wo sie ihre Kür dann machen, wo sie ihre eigene Musik drauf gespielt haben. Wird sie abgespielt. So, hier kommen die Athleten hoch und hier gehen die nachher, werden die auf die Bühne geschickt und kommen nachher auch von der Bühne wieder runter. Und hier ist auch die Siegerehrung nachher. Und hier werden wir auch für euch die Interviews machen mit den einzelnen Athleten, werden Emotionen einfangen, ihr werdet richtig sehen, ihr werdet richtig Bühnenluft schnuppern, ihr seht da richtig, wie es abgeht, hinter der Bühne und vor der Bühne. Wie gesagt, wir machen Interviews, werden uns nachher die ganzen Emotionen, wenn die Pokale überreicht werden, wie es abgeht, einfach schauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das ist übrigens der Leo. Leo schickt zum Beispiel die ganzen Athleten auf die Bühne. Leo, Leo, grüß dich. Ich bin der Joe. Mir geht's gut. Ja, das ist Leo. Stress. Leo, genau. Ist Stress. Leo macht, glaube ich, was mit Bräune. Leo macht Bräune, tun, genau. Das kommt, weil du so braun bist. Richtig, Joe. Ne? Ja. Joe, du, wie lange schickst du schon die Athleten jetzt auf die Bühne? Keine Ahnung. Also 100 Jahre? Ja, so ungefähr. So ungefähr, ja, ne? Ja, ja. Also auch Urgestein vom NAC. Ja, ja. Also ich fahre ja in 2 Wochen mein 50-Jähriges. In was? Können sich Leute vielleicht ausrechnen. Ja, genau. 50 Jahre schickt ihr die Leute auf die Bühne. Mein Scherz. Nee, 50 Jahre ist im Bodybuilding. Okay. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja. Wir sehen uns nachher noch. Ja, wir machen ein Interview hier. Oh, okay, du bist gleich live dabei, Mensch. Scheiße. Ne? Und wie gesagt, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich freue mich drauf auf die Athleten. Und ja, bis später. Ciao. So, jetzt sind wir im Backstage-Bereich hier unten. Jetzt guckt mal rechts, da sind zum Beispiel ein Raum, wo die zum Beispiel jetzt die Männer untergebracht sind. Aber Frauen können natürlich auch rein, aber überwiegend Männer. Das heißt, da bräunen die sich, tannen sich ein, ja, machen sich ein bisschen warm nachher später auch. Ne? So, und jetzt haben wir gleich eine Athletin, und zwar haben wir die Esra. Esra, grüß dich, hi. Hi. Du startest heute bei Fry Classic und wo startest du denn? In der Bikini Shape bei den Newcomern. Ah ja, gut. Und das, ah ja, Newcomer, klar, das erste Mal jetzt. Ne? Wie war deine Vorbereitung? Sehr hart wahrscheinlich, ne? Ja, die war an sich sehr hart, aber eigentlich auch sehr gut und hat sehr gut alles funktioniert bis vor 4 Wochen. Ne? Seitdem bin ich eigentlich 4 Wochen krank gewesen und ja. Hoffe, dass die Form trotzdem wieder einigermaßen hingehauen wird. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Hast du schon mal geguckt, wie viele sind bei dir in der Klasse drin? Weißt du das schon? Nee, dadurch, dass die Klasse halt aufgeteilt wurde, einmal in Juniorinnen und in Ü30 sozusagen, denke ich mal, wird die Klasse kleiner. Aber so wären es, glaube ich, verdammt viele Newcomerinnen-Mädels gewesen. Wenn ich mich hier so umgucke, wahnsinnig viele Frauen. Ja. Und wie kannst du dich schon so einschätzen? Was meinst du? Ich finde das total schwierig, weil ich sonst die Mädels nur von einem Coaching-Day kenne. Mhm. Und da waren auch schon echt wirklich gute dabei. Aber vielleicht sind ja auch noch ein paar hier hingekommen, die vielleicht nicht im Coaching-Day dabei waren. Also die meisten Mädels sind so wie ich gut eingepackt. Und man kann auch nicht gut erkennen, wie die Konkurrenz ist. Ist eigentlich auch egal. Du kannst immer das beste Kind kann nur geben, was es hat. Ne? Einfach auf die Bühne gehen, ausblenden, sage ich immer, sagen die dann auch. Da machst du dich nur unnötig verrückt. Ja? Das bringt auch nichts. Im Endeffekt, man kann
kann ja nur sein Bestes geben. Richtig. Das ist wirklich so. Und man muss eh Spaß daran haben. Und ich freue mich auch für die anderen Mädels. Also. Ja, genau. Dabei sein ist alles so ein Spaß. Ja, außerdem ist das wie so ein Probelauf. Kommt auch die Westdeutsche und... Ich bin einfach froh, dass ich heute fit genug bin, überhaupt mitzumachen. Du kannst aber, das ist ja auch eine Übungssache, ne? Je mehr Meisterschaften du mitmachst, desto geübter wirst du, desto mehr wirst du zum Profi. Ne? Da kann man noch ein bisschen, ja gut, experimentieren kann man natürlich jetzt nicht mehr für Westdeutsche. Ne? Aber du hast ja auch einen, wo ist er? André, habe ich gerade gesehen? Steht hinter. Hinter uns, ne? André Schönherr, der ist ja dein Betreuer. Ja. Ja, und den André bist du auch, ist auch ein guter Freund von mir, bist natürlich auch ein super geiler Athlet, Wettkampfathlet. Ja. Und ich glaube, da bist du in guten Händen. Ne? Definitiv. Und ich glaube, so eine Runde. Und Umbetreuung wie ich haben die wenigsten. Und da bin ich auch sehr dankbar für seine Zeit, die er da in mich investiert hat. Ja. Jetzt möchte ich ihn einfach nur stolz machen, wenn ich ehrlich bin. Und das umsetzen, was wir zusammen halt geübt haben. Ja, schön. Ich drücke dir die Daumen, ich bin gleich sehr gespannt. Und dann hoffe, dass du mit dem Pokal nach Hause kommst und dass ich dich nachher noch mit dem Pokal noch mal hinter der Bühne Backstage noch mal interviewen kann. Ja, ich wäre natürlich optimal. Wann seid ihr jetzt dran? Ich meine, es ist jetzt kurz nach eins, weißt du schon? Ablaufplan habe ich selber noch nicht drauf geschaut. Also, Mädels sind relativ mittig, also die Klasse jetzt, in der ich jetzt starte und ich denke mir so um drei circa wird die Abendklattrunde anfangen. Ich denke mal so um vier dann wahrscheinlich Bikini. Also ich habe noch ein bisschen Zeit. Okay, Esra, ich wünsche dir ganz viel Spaß, ne? Chill noch ein bisschen, ruh dich ein bisschen aus und dann drücke ich dir die Daumen für später. Ja, danke fürs Interview. Bis dann, tschüss. So, jetzt haben wir meinen Freund André Schöner hier, das ist der Betreuer von der Esra. André ist ja selber sehr guter und erfolgreicher NRC-Athlet. André, was ist jetzt der Unterschied zwischen selber auf der Bühne und jetzt jemand vorzubereiten? Macht das auch Fun? Ist das anstrengender, als sich selber vorzubereiten? Oder wie sagt man den Unterschied? Oder wie ist das so? Ja, es ist anders anstrengend. Ne? Also es ist nicht anstrengender, als sich selber vorzubereiten. Du bist natürlich mit nervös, du fieberst mit dem Athleten mit. Die ganze Vorbereitung, den Werdegang, den du siehst, wenn du dich selber vorbereitest, dann kriegst du es bei dir selber eigentlich gar nicht so mit. Dafür hast du ja immer Außenstehende, die dir dann sagen, hey, läuft gut oder läuft nicht gut. Jetzt siehst du es selber, gibst natürlich dein Wissen irgendwo weiter und hoffst, dass der Athlet das gut umsetzt. In meinem Fall, Esra kann es super gut umsetzen, also ich bin echt zufrieden mit ihr. Dementsprechend ist man natürlich nervös und fiebert auch dem Wettkampf entgegen. Das ist ihr erster Wettkampf, sie ist Newcomer und ich bin einfach gespannt. Und das ist nicht vergleichbar mit, wenn man sich selber vorbereitet. Ne? Also auch von allem her. Anstrengend ist es auch, ist auf eine andere Art und Weise anstrengend, weil man eben halt Verantwortung für jemanden hat. Als Athlet kann man sich ja selber immer so ein bisschen zurücknehmen, sagen, hey, Coach, mach das schon. Ne? Und jetzt ist man halt dafür verantwortlich. Man möchte natürlich, dass der Athlet, dass es ihm A gut geht, Gesundheit geht immer vor. Und natürlich, dass sie dann auch in bester Form auf der Bühne steht. Ne? Und da dann auch wiederum beobachten, wie präsentiert sie sich, wird das umgesetzt, was man vorher geübt hat, was man ihr nahegelegt hat und alles. Und das sind so Sachen, da bin ich gespannt drauf. Freue ich mich drauf. Ja, super. Wann startest du mal wieder, mein Lieber? Ja, ich hatte eigentlich November im Auge gehabt. Das ist aber gesundheitlich jetzt ein bisschen was schiefgelaufen bei mir. Wird nicht hinhauen, aber nächstes Jahr, denke ich, greife ich wieder an. Schön. Da geht es dann wieder auf die Bühne. Okay, und auf Esra hat sie ihm da selber gesagt, auf der Westdeutsche geht es auch dann ab, ne? Ja, klar, Logo. Und das dann durchmarsch, wenn es geht, Deutsche. Und dann schauen wir, was bei rumkommt, ja. Schauen wir mal. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ne? Wie viel betreust du? Eine oder sagen wir mal so, als Betreuer, was willst du dir zuschauen? Sagst du, ich würde drei oder vier, was kann man so nehmen? Manche sind ja dann 10 Leute am Start. Ja. Finde ich persönlich mal ein bisschen viel. Richtig. Oder was meinst du dazu? Also generell beobachte ich eigentlich so den Trend, viele Athleten zu übernehmen, sehe ich sehr skeptisch, weil man eben halt nicht für jeden da ist. Ich meine, es kommt immer darauf an, natürlich, was man selber auch so für Privatleben hat. Ich bin berufstätig, arbeite im Schichtdienst und, habe eine Familie. Also da ist alles so, dass ich nicht wirklich viel Zeit habe, um mich um viele Athleten jetzt zu kümmern. Ich könnte also kein Athletenteam von 10, 15 Mann übernehmen. Da würde irgendwer hinten runterfahren. Wahrscheinlich wirklich 5, 6 Mann, die du vielleicht gerade so noch hinkriegst, aber der Rest... Dann lieber auf lieber weniger, dafür die vernünftig vorbereiten. Werden, ne? Genau. Also ich habe mir selber als Ziel gesetzt, pro Meisterschaft und auch nur dann, wenn ich mich nicht selber vorbereite auf den Wettkampf, maximal 2 Athleten. Da weiß ich, denen kann ich gerecht werden. Das schaffe ich, die zu betreuen, weil mir auch wichtig ist, permanent erreichbar zu sein irgendwo für die. Weil ich kenne das selber, du hast immer zwischendurch irgendwelche Fragen. Ja, natürlich, gerade wenn du neu bist auch. Ne? Natürlich. Und das ist halt so eine Sache, da... da finde ich es wichtig, als Coach erreichbar zu sein. Und das kann ich eben halt nur gewährleisten, wenn es eine gewisse Zahl, die ich mir selber zutraue, nicht überschreitet. Okay.
Athen. André, ich wünsche dir ganz viel Glück. Erstmal drücken wir die Daumen, dann sehen wir uns nachher später auf der Bühne. Ja, tun wir, gerne. Okay, danke. So, jetzt habe ich den Sascha Schwegmann hier, Newcomer Athletik. Sascha, wie geht's dir heute Morgen? Heute Morgen ist Mittag, sagen wir mal. Ne? Jetzt geht's mir richtig gut. Gestern Morgen war ich ein bisschen nervös, weil das Gewicht noch nicht passte, aber Punktlandung, 500 Gramm drunter unter dem Limit, passt. Wo war dein Gewichtslimit? Wo ist der? 90 und bin jetzt bei 89,5. Und gestern warst du nervös, das heißt, wo warst du gestern mit deinem Gewicht? 93,2. 93,2. Ja, mit. Also 3,7 Kilo weniger, mehr als jetzt. Ja. Wie hast du das denn weggekriegt über Nacht? Ich habe wirklich mit 3 Bettdecken geschlafen, Klamotten angehabt und darüber noch eine Wolldecke gehabt. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Und die ganze Fahrt hierhin auch nur dicke Klamotten angehabt. Also da ging noch mal ordentlich was runter. Das könnte man sehen, wie nah die am Ufer segeln. Ne? Ja. Ein halbes Kilo und also das natürlich ausgereizt bis aufs Letzte. Ja. Also mehr geht nicht. Ne? Nee. Wann bist du dran? Ich schätze mal so 14:30, 14:45 bin ich ungefähr dran. Weißt du schon, wie viele in deiner Klasse starten? Ich glaube so zwischen 10 bis 15 müssen das wohl sein. Das sind auch alles gute Leute. Habe ich schon gesehen, ein paar. Aber das erste Mal dabei sein, ist alles Spaß haben, ne? Das ist die Hauptsache. Ne? Die Location ist geil, ne? Oder? Location ist geil. Viele Leute, ist ja komplett voll. Also das wird bestimmt eine coole Sache werden. Ich freue mich schon drauf. Auf jeden Fall. Da sehen wir dich nachher noch im Backstage, ein bisschen hinter der Bühne. Wenn du runterkommst, dann angel ich dir mal raus. Dann sagst du mal, wie die erste Bühne für Erfahrung so war. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich dich erwische dann. Ja, natürlich. Okay. Wir sehen uns. Okay, viel Spaß. Ne? Alles klar, danke dir. Tschüss. I really adore Adam is from the same city where I born. Yes. We're almost the same age. Hey, so okay. Actually, I told him we're not fighting here. We're just competing and.